Hey Leute und willkommen zurück zu Imperator Rom, unserem Sparta-Let's-Test. Und wir machen auch gerade weiter. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe jetzt nicht wirklich lang Pause gemacht zwischen den Folgen. Vielleicht 5 Minuten, aber ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr, was ich eigentlich gerade am machen war. So, unsere Armee ist halbwegs ready for war. Und dann... Oh. Ah, okay, ihr habt nicht nur eine Verteidigungsliga, ihr habt jetzt auch eine Allianz. Was brauchen wir um Krieg? Wir brauchen einmal einen Anspruch. 200! 200 Redekunst. Wir bekommen pro Monat 6. Okay, das kann sich ein bisschen hinziehen. Was können wir in der Zwischenzeit machen? Arius wird krank. Nice. Okay, unser Herrscher hat eine Entzündung bekommen. Ich hoffe, dass sich das legt. Er ist im Moment noch relativ gesund. Ich hoffe, dass er nicht einfach jetzt stirbt. Das wäre ja relativ kacke. Wir können uns hier eine... Für Zivil machen, ne? Können wir uns eine Erfindung aussuchen. Und ich würde sagen, wir gehen auf Militärtechnologie, damit wir Forschungsgeschwindigkeit für unsere Militärtechnologie hier ein bisschen erhöhen. Damit wir da im Zweifelsfall unseren Nachbarn zumindest immer ein bisschen vorweg sind. Ich meine, so großen Kräften wie Rom oder Makedonien, Phrygien oder sowas werden wir nicht vorweg sein können. Einfach weil Technologie so funktioniert, je mehr Bürger du hast, desto schneller geht das. Und wir haben im Moment... ja. Wir haben im Moment, das sind freie Männer, 21 Bürger. 10 in Sparta, 5 in Epidaurus, Limere und so weiter. Und also die machen quasi die Forschung für uns. Die freien Männer machen keine Ahnung was. Und die Sklaven machen, ich weiß es nicht. Kann man das hier irgendwo einsehen? Wo könnte man das einsehen? Wirtschaft? Wenn hier irgendwas aus Steuern... Basislakunen, na, das... Sagt jetzt nicht wirklich viel aus. Ich weiß, eine von beiden ist für quasi Steuern zuständig. Ich weiß nicht mehr, ob es die Sklaven waren oder die freien Männer. Die freien Männer für Handel oder Produktion und sowas und die Sklaven für... Ah, ich weiß nicht mehr. Müsste ich googeln, aber ich habe ja euch. Ihr könnt es mir unten in die Kommentare schreiben. Ihr habt es bestimmt schon mal irgendwo gehört oder sowas. Oder mittlerweile gibt es ja auch einige Leute, die es spielen, die es Let's Playen, die es vielleicht auch von euch selbst spielen. Und wenn ihr schon erste Erfahrungen gesammelt habt mit dem Spiel, was ihr so darüber denkt, wie es euch so gefällt generell, hoppla, ich bin da pausiert, haha, dann könnt ihr mir jetzt auch gerne mal unten reinschreiben. Es würde mich echt interessieren, gerade weil es für mich so ein Spiel ist, wo ich halt wirklich drauf lang gewartet habe. Auch hier seit dem ersten Europa und der Vasalis Rome habe ich mir gedacht, ja, meine Güte, es braucht irgendwie Nachfolger, das, ja, komm, da muss irgendwas gehen und jetzt haben wir das Spiel schon da, von daher ist, ja, ich bin da schon so ein bisschen vorbelastet, was meine Meinung zum Spiel angeht. Ich finde aber trotzdem, dass es, wie gesagt, sich etwas langsam spielt. Das ist auch nice, dass wir hier gerade schon die Kriegskunst von Kommandanten angezeigt bekommen, nebendran. Hellenische Lokalmacht Bithynien gab im Krieg von was? Ah, okay. Die konsolidieren hier nur so ein bisschen ihre Macht. Aber ich weiß, Phrygien ist rein hardcoded, dass die irgendwann auseinanderfallen. Hier, wenn Antigonos stirbt, dann glaube ich, dann fällt das ganze Reich so ein bisschen in sich zusammen. Ich glaube, bei dem Seleukidenreich ist es ähnlich hier mit Seleukus, dem ersten. Bei den anderen weiß ich gar nicht. Ja, gut, da haben wir noch Kassander, den schrecklichen, den Familienmörder. Und hier noch Lysimachos. Ja, gut, alles bekannte. Natürlich Ptolemäe hier in Ägypten. Alles bekannte Namen, bekannte Gesichter. Da sind wir historisch gesehen ein bisschen unbekannter. So, ihr baut so ein bisschen eurem... Ihr seid im Krieg?
Kann ich nicht mitmachen? Mit wem seid ihr im Krieg? Lepreon und Elis. Also Elis ist hier oben, Lepreon ist direkt nebenan. Ah. Warte mal, hattet ihr nicht? Ah, nee. Kann ich meinen Verbündeten jetzt irgendwie zu Hilfe kommen? Kann ich sagen? Ich meine, ich kann nicht einfach den... Wieso habt ihr überhaupt einen... Oder habt ihr einen... Nee, ihr habt immer noch Stabilität 1. Ich dachte, ihr habt vielleicht einfach ohne Kriegskundenkrieg erklärt. Aber dann kriegst du doch hier minus 2 Stabilität. Kann ich jetzt einfach hier sagen, ich möchte meinen... Nee, kann ich nicht. Ich dachte, vielleicht kann ich meinem Kumpel hier zu Hilfe kommen. Aber nope. Wieso kann ich jetzt nicht einfach sagen, dass ich gern mitmachen würde? Weird. Naja gut, dann lassen wir sie erstmal ihren Krieg da führen. Ich muss dann danach mal gucken, wie ich hier mit meinem eigenen Krieg zurechtkomme. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich eher möchte. Ob die den Krieg verlieren? Oder Weißer Frieden? Oder wahrscheinlich Weißer Frieden, weil wenn die jetzt zu groß werden irgendwie, dann ist Messene am Ende noch mächtiger als Sparta. Das kann natürlich nicht passieren. Ich bin jetzt gerade wirklich am... Aber Messene würde dann auch nicht mit teilnehmen, weil die selbst schon im Krieg sind. Ja, nee, ich dachte, dass ich irgendwie ein... Oh, hallo, hallo, hallo. Minister von überragender Qualität. Ah. Ja, mehr Steuern, bitte. Bitte, bitte, bitte. Das bringt mich zwar wahrscheinlich immer noch nicht. Geschenk von Lepreon. Wirklich? Warum? Ihr seid mit meinen Verbündeten im Krieg. Wieso schenkt ihr mir Geld? Seid ihr dumm? Ich meine, ja, mir soll es recht sein. Ah, es sieht so aus, als würden die sogar gewinnen. Kann ich mir wenigstens irgendwie... Nee, dann kann ich auch nicht. Ich kann mir auch nicht den Kriegszustand jetzt angucken von meinen Verbündeten irgendwie. Alter, hier drüben geht's auch schon voll ab. Was geht? Seid ihr im Krieg? Nein, aber Argos ist im Krieg auf jeden Fall. Krieg mit Epidaurus und drei... Na, es ist derselbe Krieg, den ich auf meinen Preview-Ding hatte. Argos ist ja Untertan von Makedonien und Makedonien greift Epidauros und Treusen. Ich weiß gar nicht, ob das auch hardcoded ist. Dass hier immer ein Krieg entsteht irgendwie. Auf jeden Fall werden Epidauros und Treusen sowas von abgeschlachtet werden von Makedonien, kann ich jetzt schon sagen. Das wird recht unschön. Wenn ich hier, das ist Ackerland, ne? Wenn ich hier direkt reingehe und dann die beiden Armeen separat schlagen könnte. Ich meine, ich hab... Ja, komm, ich mach das jetzt. YOLO. Ist ja auch nur... Ah, komm. Ah, Messene würde jetzt auch mitmachen. Sehr gut. Warum jetzt auf einmal? Wegen unserer Meinung. Na gut. Wir verlieren jetzt zwar einiges an Stabilität und bekommen Kriegsmöglichkeiten und sowas. Aber... Das können wir doch einfach wieder durch... Religion? 168 Religionsmacht brauchen wir. Dann können wir unsere Stabilität wieder erhöhen. Ich meine, ich möchte den Krieg. Ich möchte hier Leute angreifen, Sachen erobern. Das Staatsschiff. Ja, da gibt's doch hier... Sparta hält Redekunst. Aber unser Philosoph geht weg. Ach nee, er wird Philosoph. Was kannst du denn? Damit bist du gemeint, ne? Paikestas onomastit.
Philosoph braucht. Warte mal. Philosophos. Religionsmacht? Da drin bist du recht scheiße. Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen lieber die Redekunst. Und schicken ihn weg, weil so gut bist du nicht, Dude. Okay. Und gleich schlagen wir unsere erste Schlacht und sie wird glorreich sein, weil die Gegner haben keine schwere Infanterie. Die haben nur leichte Infanterie und ein paar Bogenschützen. Da ist unsere schwere Infanterie super gegen. Und wir vernichten sie einfach. 4000 Tote zu unseren 348. Sehr geil. Können wir hier schon? Nee, wir können leider noch nicht weiter. Ja, okay. Jetzt belagern wir... wir können es nicht belagern, weil Festungsstufe 2 und da brauchen wir 10.000 Leute für. Wir haben theoretisch 10.000 Leute, aber jeden Monat gehen dann noch Verluste weg an Zermürbung. Deswegen müssen wir uns noch ein bisschen... Ja, was holen wir uns? Noch Bogenschützen oder... Wir können ein bisschen leichte Infanterie, also hier quasi die Hispaspists reinholen, dann... Ja, bleiben wir erstmal bei 2, das sollte ausreichen. Die werden jetzt hier unten irgendwo produziert. Hoffentlich. Ein Baby! Bebe! Ein Bebe! Und gehen dann gleich zu unserer Armee und dann können wir auch mit der Belagerung hier anfangen. Okay, wie sieht es denn im Kräfteverhältnis aus? Die haben nur leichte Infanterie und Bogenschützen. Und 11 plus 8 sind 19, da sollten wir, ja, da sollten wir, wenn wir das geschickt anstellen, halbwegs mit klarkommen, denke ich. Solange wir nicht irgendwie ein Gefecht schlagen, was super schlecht für uns verläuft. So, wie viel brauchen wir für Stabilität? 168, alles klar. Was bringt es jetzt eigentlich? Unruhe national, das ist nicht geil. Zufriedenheit, Primärkultur. Minus 10%! Legitimität geht runter. Forschungspunkt geht auch runter. Wow. Loyalität, Erhaltung. Pff. Alter Schwede. Treusen schenkt uns auch was. Warum? Ihr seid so gut wie tot. Okay. Belagern wir Megalopolis. Und ich glaube, wenn wir Arcadia dann später schaffen als eigenen Staat, dann wird Megalopolis unsere Hauptstadt. Wenn... Entscheidung, Arkadien, legendäre Gründer, Baukosten, Bauzeit... Megalopolis wird Hauptstadt von Sparta, genau. Ja, eigentlich ein bisschen schade, dass wir unsere alte Hauptstadt als Sparta dann nicht behalten können, aber... ja gut. Ist halt so. Und da oben sammeln sie sich gerade... werden dann wahrscheinlich versuchen, entweder nach Sparta oder noch nach Kyphanta? Kyphanta! Fanta runterzukommen. Um uns dann anzugreifen. Wir sind zahlenmäßig unterlegen, aber wir haben die besseren Soldaten, wir haben bessere Infanterie und so weiter. Wir verlieren im Moment 120 Rekruten pro Dings. Das ist nicht so geil. Ich glaube, ich spalte hier mal die Belagerung ab. Ah, okay, das ist sowieso nur noch eine. Ah, okay. Wir brauchen wirklich 10.000 Leute, um das zu machen. Aber wir kriegen gar nicht so viel an Verstärkung wieder mit rein. Deswegen hoffe ich, dass wir das jetzt... die wollten uns angreifen. Habt ihr gesehen? Ah, da ist es wieder. Die greifen uns tatsächlich an. Aber wir bekommen Verstärkung durch unsere Verbündeten. Ja, ich glaube, wir hoffen mal, dass wir hier recht gut reinkommen. Wir haben einen Terrarmalus, weil wir theoretisch als Eingreifer gesehen werden. Aber die haben nur leichte Infanterie und Bogenschützen. Wie gesagt, mit unserer schweren Infanterie dürften wir da den Vorteil haben. Ah, sieht aber nicht so aus. Die sind einfach... Oh, Alter, die sind zahlenmäßig so überlegen. What the fuck, einfach nur. Was passiert hier? Eigentlich sollten wir die doch voll abschlachten. Bogenschützen sind gut gegen... Warte mal, hier unten sind gut gegen leichte Infanterie und sonst nichts.
Leichte Infanterie ist okay gegen ein bisschen was, aber schlecht gegen alles andere. Schwere Infanterie. Okay gegen Bogenschützen. Plus 20% Schaden gegen leichte Infanterie. Hm. Finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Wollen wir uns zurückziehen? Ziehen wir uns mal zurück. Ja, unsere Verbündeten kämpfen da noch. Aber holy shit. Wow, hallo. Tooltip, geh weg. What the fuck? Ich meine, what? Ich glaube, wir sollten noch ein bisschen mehr schwere Infanterie bauen, ha? Huh? Die haben uns ja völlig auseinandergenommen. Okay, baue ich mal 4 schwere Infanterie, dann sind wir auf 10 schwere Infanterie hoch. Ist jetzt nicht so geil für unsere Schatzkammer und auch nicht so gut für unsere Rekrutenreserve, aber wow! Die haben uns richtig in den Hintern getreten. Ich hoffe, unsere Moral geht... Unsere Moral ist ziemlich weit unten. Ich hoffe, das ändert sich jetzt bald wieder. Und die bilden gerade noch mehr... Noch mehr Psyloi, also quasi noch mehr Bogenschützen aus. Alter Schwede. Es wird jetzt alles von... okay, das muss alles aus der Hauptstadt kommen, weil in der Hauptstadt das Eisen ist. Hier im umliegenden Bereich ist wahrscheinlich kein Eisen einfach mehr. What? Moment. Wer kämpft da gegen wen? Sparta und das... Oh, snap! Die kommen von da unten. Oh, Leute. Ah, ihr könnt auch nicht mehr zurück. Und wir haben... Unsere Moral ist im Keller. Was kann ich tun? Ich meine, ihr seid so gut wie verloren. Wenn ich einfach sage, ich mache jetzt das... Blöd, dass ich die jetzt da unten verliere. Guck ich mal, ob ich das über den Makrobilder hier machen kann, dass sie direkt in Sparta selbst produziert werden. 2 hier, einer hier. Dass sie nicht hier unten, weißt du? Hm. Kann ich euch... Jetzt sieht die Schlacht wieder halbwegs okay aus. Alter. Ich geh mal drauf ein. Na, verdammt. Wir waren nicht schnell genug. Die haben unsere schwere Infanterie einfach komplett vernichtet. Uncool. Können unsere Verbündeten... Kommt, helft uns. Bin vielleicht doch ein bisschen unterschätzt hier. Okay, die Schlacht geht los. Wir sind diesmal die Verteidiger. Wir haben auch einen besseren Kommandanten. Die haben eine bessere Disziplin. Ist unser Strategos so? Ach, hier. Ach, der Kommandant ist... Er hat irgendeinen Trade, das haben wir diszipliniert. Moment, wir sind doch auch diszipliniert. Wir sollten doch auch einen Disziplinbonus bekommen. Also hier steht bei unserem Dude hier, steht diszipliniert. Auswirkungen bei Kommandanten, Disziplin plus 5%. Und er ist ja Kommandant im Moment. Aber hier in der Schlacht haben wir auf einmal keine Disziplin. Warum? Also kein Bonus. Ah, nein!
Die Phalanx kontert uns. Ja, habe ich das... Warte, habe ich das nicht in der letzten Folge umgeschaltet? Ich bin doch auf Phalanx gegangen, oder nicht? Och, nö. Ich hoffe, wir kriegen die Schlacht jetzt halbwegs hin und dann muss ich sofort umswitchen. Oh Gott, jetzt wird er noch krank. Jetzt ist er nicht nur entzündet, jetzt wird er auch noch krank. Komm. Oh, jetzt mach die doch mal bitte fertig hier. Die Olympischen Spiele. Quasi, wen wir schicken sollen, ha? Ja. So, dann müssen wir jetzt unseren Forschungsdude wieder ersetzen. Ah. Können wir jemand reinsetzen aus unseren verachteten Familien? Also Priapiden oder Onomastiden? Priapiden. Aber du hast nur 6 Kriegskunst. Ist nicht so geil. Na gut, wir machen es trotzdem mal. Schauen wir mal, wie es läuft. Schlechtes Forschungsverhältnis dürfte dann weggehen, hoffentlich. Fehlender Kommandant ist jetzt hier unten. Noch eine Erfindung. Ja, Anfangserfahrung vielleicht, ne? Damit, wenn wir die neuen Rekruten ausbilden, damit die auch ein bisschen erfahren sind, könnt ihr jetzt das Ganze mal hier fertig machen. Danke. Alter Schwede. Wir haben 3400 Leute verloren, die haben 6700 verloren. Immerhin etwas, aber... Boah, ey. Sofort auf Phalanx. Das geht ja so nicht weiter. Und ich glaube, wir verfolgen die auch gerade. Starten gerade den Gegenangriff. Holy crap, okay. Ha, kleiner Fehler von mir, die Folge, aber... Puh. Gerade noch so gerettet am Ende. So, und ich hoffe, wir sehen uns bald das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.